Minou ist eine sehr lebhafte kleine sibirische Huskyhündin. Sie kam gemeinsam mit ihren zwei Geschwistern Suse Wind und Herrn Batzke am 17.03.2020 auf die Welt. Sie hatte einen etwas holperigen Start ins Leben. Bereits mit ein paar Wochen bekam sie Verstopfung und musste das erste Mal zum Tierarzt. Die Pechsträhne endete nicht und bei einem unglücklichen Unfall brach die kleine Minou sich das Bein, was viele Tierarztbesuche nach sich zog. Ja, Minou hat ganz wild gespielt mit ihrer Mama Storm. Storm ist ja nicht der sanfteste Hund. Und Stormy ist ihr so komisch ins Bein reingesprungen, dass halt das kleine Beinchen von dem Welpen gebrochen ist. Da hatte ich also einen Spiralbruch in der Tibia. Und die Fibula hatte eine sogenannte Grünholzfraktur. Das heißt, die war nicht ganz durchgebrochen. Die saß auch noch gut voneinander. Das war kein Problem. Das halt auch. Nur das Problem war wirklich die Spiralfraktur in der Tibia, wo die natürlich überhaupt nicht aneinander war. Die war also ganz. Da hat jetzt einen Zwischenraum von 1 bis 2 Zentimetern zwischen den Knochenstücken und das kann natürlich so nicht bleiben. Das muss adaptiert werden. Ja, die Behandlung war natürlich sehr speziell. Wenn man so einen Verband macht und für so lange Zeit, und das Ganze war ja über mehrere Wochen, dann muss man natürlich aufpassen, dass man da, gerade weil der Verband natürlich auch sehr fest war und auch sehr viel Druck ausüben musste, auf der einen Seite halt wirklich Druck ausüben, ohne zu Nekrosen zu führen, das heißt ohne dass Stellen da unter dem Verband absterben, was wirklich sehr aufwendig ist und ständige Verbandswechsel mit Röntgenkontrollen nach sich zieht. Die muss man auch tatsächlich machen, da muss man ganz konsequent bleiben und das ist Frau Dunker auch zum Glück ja auch gewesen. Und ist dann immer zu den Röntgenkontrollen gekommen und zu den Verbandswechseln. Das haben wir also ganz konsequent durchgezogen. Und das ist sicherlich absolut zwingend notwendig dafür, dass das überhaupt zum Erfolg führen kann. Ja, es war sehr schwierig, mit einem kleinen Welpen zu leben, der ein gebrochenes, geschientes Bein hatte, weil sie ja fixiert sein musste. Sie musste in 6 Wochen lang in einer Box leben. Als kleiner, bewegungsfreudiger Welpe. Also die Schiene musste ständig erneuert werden. Man musste aufpassen, dass da keine Druckstellen entstanden, dass nichts abstirbt, die Pfote nicht abstirbt, nichts verrutscht. Dann musste sie eben in dieser Box fixiert sein, was für sie Horror war und für uns auch. Also sie hat viel geschrien, weil sie da eben nicht drin sein wollte. Natürlich, war jung, wollte sich viel bewegen, wollte spielen. Durfte sie ja aber alles nicht. Sie ist sehr kontaktfreudig, gerne mit den anderen Hunden zusammen gewesen, durfte sie alles nicht. Heute ist Minou fast 9 Monate alt. Der Bruch ist komplett verheilt und es sind keine Langzeitschäden zu sehen. Sie kann ihr Bein wieder voll belasten und ist jetzt den ganzen Tag unterwegs.